So, hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Letztes Mal haben wir den Schlüssel hierfür gefunden. Damit können wir jetzt den zweiten Tempel im Spiel betreten. Man darf gespannt sein, was uns hier erwartet. Vermutlich flammende Hitze. Oh. Es ist wohl scheinbar scheiße heiß. Aber dennoch steigen wir hinab. Wir wissen aber, dass Ghirahim auch schon da ist. Und wir sehen eben, dass es heiß ist wie Sau. Wir sind nun im Tempel des Erdlandes. Hast du nicht ein Herz zum Start? Alter. Vogelstatue, gleich mal speichern, dass wir die haben. Weiß nicht, ob die in Tempeln auch angezeigt werden. Wenn ja, ist es ganz gut, sie zu sehen. Was sagt denn die Karte? Oh, wir haben schon mal einen Grunddungeon. Wir sehen die Schatztruhen und alles noch nicht. Verdammt. Ja, das geht ja schon mal gut los. Ziel 1. Hallo, Freundchen. Mit dir haben wir schon mal gar nichts zu tun, ja? Wo ist der andere Penner? Da, hier. So. Siehst du mich? Sieh mich. Okay, siehst du mich? Seh mich. Hallo? Hallo, guck mich an. Ah, jetzt, da können wir dich weghauen. Ja, super, garantiert versinken die Teile. Wir gucken uns erstmal an, was sich hier finden lässt, ja? Oh, da lassen sich ja zwei finden. Die kennen wir doch, oder? Ja, dich kennen wir doch, hä? Flucht, alles voller Ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Achso, du warst der mit der hohen Stirn. Oh, dann habe ich dich falsch gedolmetscht. Hey, ich kenne dich doch. Hatte ich die Suche nach deiner Freundin hergebracht? Da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Da ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus. Es ist viel zu gefährlich. Nein, mein Freund. So funktioniert das hier nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Komm schon. Rubine brauche ich nicht. Ja, das ist schon besser. Sehr schön. Hier werden weitere Leben sein, daher kümmere ich mich doch. Oh, na super. Ja, dich habe ich gesucht. Ja. Wie kommen wir da oben hin? Also, vermutlich. Ja. Okay, das war jetzt bisher noch kein schweres Rätsel. Dafür gibt es auch keine große Truhe. Ja, immerhin. Kleiner roter Rubin. 20 Rubine nimmt man immer mal mit, ne? So. Frage ist, wie komme ich da jetzt drüber? Moment. Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht mir nach, kann kaputt gemacht werden aus. Ja. Ah, ich weiß genau, wie ich dieses Ding aufkriege, ja? Jetzt denkt sich jeder normale Depp, das funktioniert ja gar nicht, das ist ja komisch. Moment. Wieso läuft das jetzt auf einmal? Das Risiko gehe ich nicht ein. Das sieht mir so aus, als ob die Lava hier ansteigen würde, sobald ich hier alle drei Dinger zerschnitten habe. Daher nein.
Ja, ist denke ich klar, oder? Klar. Wir haben einen Käfer und der ist genau für solche Dinge da. Ideal. Geht die Lava hoch? Oder ist das nur ein Special Effekt? Nee, die Lava geht nicht hoch. Ja, dann ist ja alles super. Das ist allerdings nicht so super, das ist nicht ein Gegner. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage ihn vor, durch Drücken von Z anzuvisieren und mich mit Hilfe von nach unten zu rufen, damit ich dir was sagen kann. Boah, das ist ja super. So. Dies ist ein Exhalfoss. Oh Gott, ein Stahlfoss. Nein. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Ein Exhalfoss zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Du hast diesen Gegnertypus noch gar nicht besiegt, deswegen kann ich dir nicht mehr sagen. So, und jetzt können wir gucken, wie wir hier wieder wegkommen, weil dieses Viech ist schon voll im Angreifen. Scheiße, ey. Autsch. Du kannst mich mal. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es umgebracht. Was haben wir erhalten? Du hast den Eidechsenschwanz erhalten. Dieser Eidechsenschwanz mit stachliger Kugel am Ende lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Okay. Nein! Mein Herz! Oh nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, ja, bitte. Oh. Okay, Nüsse ist schon mal gut. Damit sollte klar sein, was wir hier jetzt tun müssen. Als allererstes suchen wir uns mal dieses andere Viech da. Erzähl mal, was bist du denn für einer, hä? Hallo du! Hallo! Ja, das ist auf jeden Fall ein Gegner. Ja, ich denke mal, was wir tun müssen, ist klar. Das ist das eine, wie kriege ich dich tot? Nach unten. Dies ist ein Lavakopper. Diese seltsame Kreatur lebt in glühend heißer Lava und wandelt heißes Gas in Flammen, um die es dann ausspuckt. Sobald er eine Gefahr erblickt, zieht sich der Lavakopper erschrocken in die Lava zurück. Naja, noch nicht besiegt, deswegen abhauen. Okay. Okay. Mit dem Käfer können wir ihm nicht wehtun. Oh, Leute. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß ganz genau, was wir mit dieser Kugel machen müssen. Es wird mal wieder Motion Plus gefragt. Yay. Gar nicht wissen, was mir passiert, wenn wir hier zu schnell werden. Erstmal in die Mitte. Oh, jetzt hör mir doch auf, ey. Hallo, ey, komm, Junge. Das hat uns da jetzt schon wieder ein Leben gekostet, du Idiot. So. Speichern wir gleich nochmal. Was wir haben, Hammer. Ist ja auch ein Erfolg, hier das jetzt zu erreichen. Bye-bye. Komm bitte nie wieder. Ist noch ein anderer Weg, wo wir hin können? Könnte uns diese Kugel noch nach da hinten bringen? Ist halt die Frage, was ist denn überhaupt auf der Seite? Ist hier irgendwas? Also, ja, doch.
Ah, ich sehe schon. Hier muss man eine Treppe bauen. Okay. Da kommen wir nicht rüber. Ja, ja. Los, schieß auf mich. Ja, dann bleibt uns wohl nur eins. Wir müssen mit diesem Ding noch ein bisschen weiterfliegen. Hallo, du stehst frei ganz schön ungünstig. Na, wer bist du denn? Ach, verflucht. Sie ist nicht da. Ich hab sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferri. Mein Name kommt von Ferrum, das ist lateinisch und heißt Eisen. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bitte bring mir meine Bombentasche zurück. Okay, wir können da auf jeden Fall mal reinklettern. Sehr schön. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Alter. Dieser Dungeon ist auf jeden Fall auch relativ neu. Solche Ideen gab es in alten Zeldas nicht mehr so. Ja, wir sollen ja auf jeden Fall erstmal... Wir sollen ja auf jeden Fall erstmal hier durch. Und scheinbar... Oh Gott, ich sehe schon genau, was uns auf der anderen Seite erwartet. Oh Gott, schon wieder diese Viecher, ey. Was ist denn hier oben? Ja, Geld. Ist das euer Ernst? Ich würde vielleicht nicht... Also, oh Gott, nein. Man sieht es doch schon. Das werden wieder so Exhalfoss-Dinger, ey. Ja. Oh shit. Dieser Kampf erinnert mich ein wenig an Ocarina of Time. Da gab es das auch, dass man gegen diese Viecher kämpfen musste. Nur waren sie da noch ein bisschen leichter. Und jetzt zwei auf einmal. Oh shit. Hier liegt ein Item rum. Das nehmen wir gleich mit. Oh nein, ich will das nicht. Aber ich muss wohl. Attack! Ihr habt also dieses Item. Ja, ist in Ordnung. Ah, scheiße, ich muss... Nein, shit. Weg mit dir, gleich weg, gleich weg. Ja, oh Gott, ey. Scheiße, ey. Es ist noch nicht vorbei, oder? Doch, es ist vorbei. Oh Gott. Oh Gott, und wir haben genau zwei Herzen verloren, um dann wieder zwei Herzen zu finden. Oh, scheiße, ey. Was sind denn das für Viecher? So, wir haben eine Bombentasche gefunden. In dieser nützlichen Tasche können wir Donnerblumen mit uns rumtragen. Sie ermöglicht uns das Vordringen an Orte, die uns sonst verwehrt bleiben. Wir sollen Ferri fragen, ob er sie uns leiht. Na klar. Geht's hier noch irgendwo weiter? Kommt man hier noch irgendwo hin? Hm. Das ist ein Absprung, da kommt man nicht hin. Nein. Nein, nein. Ach, hier kann man gar keine Audersuche machen in dem Dungeon. Ich möchte doch wissen, wo Zelda ist. Naja, kann man nichts machen. Also, wo ist er denn? Hey, Eisen. Eisen, du alles Eisen, du. Oh, geil, meine Bombentasche. Ey, vielen, vielen Dank. Danke, mal her. Moment, ich soll sie dir leihen?
damit du da tiefer rein kannst? Naja, immerhin hast dich hier hingewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Er macht sich Sorgen um dich. Oh, er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Ha, das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, ha? Also gut. Nimm sie. Yeah. Cool. Danke. Gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Okay, da ist auf jeden Fall... Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm diese hier. Du hast 5 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Nimm Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du dir auch die Tasche mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke B, um sie einzustecken. In der Tasche passen so bis zu 10 Stück, also... Wenn du also Donnerblumen findest, kannst du dir Vorräte machen. Ja, das ist ja schön. Das machen wir auch gleich. Jo. Hey, das ist ja mal ziemlich nice. Schön ist, die Dinger... Die Dinger wachsen sau schnell nach, ey. Das finde ich ziemlich super, dass man da einfach eine Donnerblume einstecken kann. Klettern wir mal zurück. Oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? So, dich bringen wir schon mal um. Ist mir jetzt völlig egal. Frage ist, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Das Ding können wir kaputt machen. Worauf uns wieder schon so ein... Oh Gott, ey. Leute. Wieso ist denn da schon wieder so ein Ding? Ja, wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt mal hier. Können wir da überhaupt runter oder... Ist das gar nicht Sinn der Sache? Ah, nein, 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 weg mit dir. Ja, Geld. Ist das euer Ernst? Ein Rubin? Yo, Junge. Oh, oh. Das hatte ich nicht geplant. Also. Geht das? Reicht das? Yes. Es reicht. Da oben ist bestimmt die Karte. Wie gesagt, da oben ist bestimmt die Karte. Alter, war das knapp, ey. So. Gut. Was finden wir? Ja, müsste eigentlich die Karte sein. Das wäre auf jeden Fall schon mal praktisch, einen Überblick zu haben. Wir haben einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Er ist ein wirklich seltenes Schmuckstück. Sein goldener Glanz wirkt seltsam. Okay. Das war jetzt nicht genau, was ich haben wollte, aber danke. Wenn ich das Viech schon wieder sehe, ne? Warum denn nur Rubine? Da hinten ist ein großes, böses Monster, das mich töten will und töten kann. Die Frage ist, was ist denn da hinten noch? Ist da hinten noch irgendwas? Also wir können jetzt... Hier waren wir, ja? Hier war das Endgegner-Ding. Da geht's noch weiter, aber scheinbar kann man da auch drüber springen. Ja, gehen wir erstmal zu der Mitte. Achso, hier kann man gar nicht runterspringen. Runterfallen, das ist ja praktisch. Bleibst du liegen? Ja, natürlich. Aber super, Donnerblumen sind super. Und bevor wir jetzt zu dem gehen, speichern wir erstmal. Ich habe das Gefühl, dass dieser Typ ganz schön gemein sein wird. So. Dann würde ich sagen, besiege ich mal den noch und danach, ja. Danach schauen wir mal. Kann ich dich eigentlich... wieder falsch, verdammt. Kann ich dich eigentlich mit meinem Käferlein töten? Hallo du, guck mal.
Käfer. Hm, das war vielleicht ungünstig. Guck mal, was ich kann. Was? Das tut dir nichts. Ach komm, der weicht aus, ey. Ich hab sowas geahnt. Deswegen habe ich gesagt, ich speichere lieber mal. Ah, schnell, schnell, dass dieses Ding weg ist. Oh shit, Leute. Oh, bleib mal ruhig, Link. Oh, Echsenschwanz. Sehr schön. Oh. Ich glaube, wir gehen doch nochmal. Ja, das Ding holen wir noch. Also nochmal auf die Kugel. Ja, los, hau ab. Kommt man da durch? Ja. Locker flockig. Hallo du. Nein, 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 oh nein. Naja. Gleich mitnehmen. Was haben wir denn hier? Auch wieder eine schöne fette Truhe. Mit einer blauen Vogelfeder. Diese blaue Feder kann man nur bei extrem seltenen Vögeln sehen. Sehr schön. Mir wäre zwar die Karte viel lieber, aber okay. So eine blaue Feder tut's auch. Ja, ja. So, die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie kriege ich eigentlich dieses Ding da hinten gedreht? Bestimmt muss man... Nein, das ist jetzt... Bestimmt muss man, um da weiterzukommen, mit der Kugel die Dinger eindrücken. Kann das sein? Also ich weiß es nicht, aber kann doch bestimmt sein, oder? So, sehr schön. Rein da! Oh, ey, Alter, was wir hier an Kohle machen, ja? Oh. Versuchen wir das doch gleich mal. Kann ich das Ding hier ein? Außerdem kommt dann gleich die Fledermaus. Bye, bye, Fledermaus. Ja. Ja, das habe ich jetzt gerade auch schon gedacht. Du solltest da nicht... Da können wir nicht durch. Oh, wir sind die Macht, wir walzen. Oh, es geht doch, dass man darunter fällt. Aber er richtet sich ja zum Glück immer wieder neu aus. Hallo du. Na super, jetzt haut der ab, ey. Hallo du. Very much sorry about this, but, oh shit, da kommt man mit der Kugel nicht durch. Eiswolle, übel, wir müssen erstmal dahin. Kriegen wir das Ding denn kaputt? Also, ist schon klar, wir müssen das Ding hier irgendwie kaputt machen, ja? Dann können wir da durch. Aber vielleicht könnten wir auch von da hinten kommen und da dann... Oh, Rätseltime. Na okay, wisst ihr was? Letzte Folge oder vorletzte Folge war so extrem lang, dass wir jetzt schon mal nach 25 Minuten aufhören. Ich speichere jetzt. Und dann würde ich mal sagen, falls euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dahin, Servus.